Hallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zu einem neuen Video zu Pokémon Legenden Arceus. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Ja moin Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Part hier. Ja. Lumius will noch ein bisschen mit uns reden. Er will offenbar wieder einen Kampf. Junge, bist du dir sicher? Ich glaube nicht, dass du dich gut schlagen wirst. Aber dein Pikachu war auf jeden Fall letztes Mal richtig gut. Oh, du hast sogar ein neues Pokémon. Ein Pantimimi, wo hast du das denn her? Bin ich zu stark? Ich bin viel zu stark. Junge, man levelt in diesem Spiel halt einfach viel zu krass. Selbst mein schwächstes Pokémon im Team ist so viel stärker als jedes, was er hat. Ich gehe einfach auf Kraft und beende das schnell. Das ist etwas, was ich beispielsweise bei Let's Go Evoli und Let's Go Pikachu richtig schade fand, dass das Spiel viel zu einfach damals war. Und irgendwie ist es hier das genau dasselbe. Na gut, ich habe sehr viel Offscreen gemacht, aber das war nicht mit meinem Hauptteam gerade. Ja, wenn ich offscreen irgendwas mache, nehme ich mein Hauptteam, was ich jetzt gerade hier habe, was ihr sehen könnt. Ich nehme kein einziges von dem mit. Also, ja. Es ist halt einfach traurig, wie stark man hier overlevelt sein kann. Vor allen Dingen zur Not habe ich noch Ruheort. Ich muss nicht mal meine Tränke bemühen. Luftschnitt mache ich jetzt nur, weil ich das glaube ich auch wegen der Liste hier abarbeiten muss. Also macht ihr nichts aus, Lumius, aber man levelt hier zu schnell. Ach, du hast keine Schuld. Das ist allein meine Schuld. Wieder eine neue Anleitung. Schleichsprays. Ach, sowas ähnliches wie Schutz, ne? Eine Fohbeere brauche ich dafür. Oh, es gibt Verzerrungen, wo man Items finden kann. So, auf so Sumpflandbasis. Dann gucken wir da auch mal rein. Bin schon gespannt, wie es im Sumpf aussieht. Wartet, damit ihr es genau sehen könnt. Das rote Sumpfland. Hier gibt es die Gift-Pokémon. Ich muss mir merken, ich brauche zwei Hippototas. Ein männliches und ein weibliches. Das männliche hat diese schwarzen Platten an sich dran. Das weibliche hat das nicht. Wenn ich das noch richtig im Kopf habe. Und wie viele Anleitungen ich einfach mittlerweile habe, ne? Ich finde das auch richtig nice mit den Anleitungen. Weil dadurch wird mir erspart, dass ich den ganzen Schmarrn kaufen muss. Das ist viel besser als dieses alte damals. Oh, da, so sehen die Verzerrungen also aus. Ja. Dann. Wo war ich? Ich habe den Faden verloren. Ach ja. Das finde ich viel besser als dieses. Nur irgendwo leuchtet was oder mit den Itemfinder. Damals diese Items zu finden, weil. Hier kann ich mir die Items halt wirklich alle selber herstellen. Außer natürlich solche Items wie Nuggets. Mal eben kurz gucken, ob ich irgendwelche unnötigen Items dabei habe. Eigentlich nicht. Die Tränke und die Beleber sollte ich mitnehmen. Und den sollte ich verwenden, eventuell.
So, EP-Bonbon. Wer hat am niedrigsten? Von der Leiste her würde ich sagen Bammelin. Das kann man natürlich nur im Kampf verwenden. So, ein Kadabra kriegt das Sonderbonbon. Ich weiß, man kann das auch sinnvoll einsetzen. Was möchtest du jetzt noch von mir, was ich nebenbei erledigen kann? Oh, ich soll einfach nur einen Roselia fangen. Okay. Das sind halt so Missionen, die sich halt wirklich nebenbei erledigen. Ich muss mich nicht mal drauf konzentrieren. So, ich versuche Arboretos nicht zu sehr auszunutzen. Da ist ein Knospi. Oh, hier findet man den Munterreis. Im Übrigen, diese Federbälle sind richtig geil, weil die fliegen halt wirklich einfach legit durch. Und das kann man halt richtig hart ausnutzen. Was? Okay, ich fange mir ein anderes Knospi. Da ist eins. Wahrscheinlich sogar während es frisst, soll ich eins fangen. Also wenn man so anpeilt mit dem Federball, dann trifft man immer. Das finde ich richtig geil. Ja, guck mal. Gleich habe ich dreimal Reis. Das gebe ich am Ende der Folge noch ab. Was ist das hier für eine komische Blume? Ach, hier sind diese Rundblätter. Hier findet man die offenbar. Hallo Anton, dich habe ich offscreen einmal gefangen. An Aprikokos mangelt es jetzt einem auch nie. Ich vergesse die ganze Zeit, dass ich den hier habe. Will mich hier ein bisschen umschauen. Ein Paras, das aggressiv auf mich ist. Eigentlich muss ich in die Richtung, ne? So, den Reis habe ich. Ich könnte jetzt natürlich auch instant einfach einmal kurz zurückgehen. Oh, ein Venusliebes. Wie hast du mich gesehen zum Henker noch eins? Ich war noch so gut versteckt. Ein Windstoß sollte reichen. Ich gucke jetzt auch, dass ich mehr auf Superbälle und Zentnerbälle gehe, wenn ich schon die Möglichkeit habe. Mit dem nächsten Rang wahrscheinlich auch eine verbesserte Version der Federbälle. So, Schwerball. Go. Einfach um sie abzunutzen. Man braucht ja nur einen Eisenbrocken und dann kann man sich eine verbesserte Version der ganzen Sachen machen. Da hinten ist noch ein Enton, da soll ich eigentlich rein. Ein Zirpulze habe ich schon. Zirpeise habe ich auch. Können wir ignorieren. Ich habe jetzt gelernt, ich kann alles. Also von diesen Steinen immer noch gebrauchen. Glanzstein, Schwarzglanzstein etc. Weil das braucht man für die höheren Versionen auch noch. Und die Schutzblume, die will ich auch mitnehmen wegen diesem Schleichspray, glaube ich, war's. Ich kann mir nicht jede Anleitung merken, Leute. Also meckert mich nicht an, wenn ich irgendwas verwechsel. Ich weiß nämlich, dass es manche von euch wahrscheinlich jetzt gerade in den Kommentaren nämlich tun. Ich kenne euch doch. Wenn ich irgendwas nicht verstehe, dann gibt es immer einen, der meckert. So, wer ist hier? Ach, du bist der Wächter, oder? Du bist die Wächterin des Per-Clans. Ja. Das bin ich. Ja, das Axando, das war leicht und schwer zugleich, würde ich sagen. Also für den Anfang war es ganz in Ordnung. Nee, ich habe es beruhigt. Du solltest mich am besten wirklich einfach machen lassen.
Ich meine ja nur. Oh, ich soll gegen Volo kämpfen, aber gerne doch. Habe ich dich schon mal bekämpft? Nee, definitiv noch nicht. Togepi kann mich nicht erinnern, dass ich eins bekämpft habe. Und langsam wächst ihr auch mit dem Leveln. Das ist schon mal schön. Komm, Filinara, ich will dich mal im Kampf sehen. Oh, nebelig. Ich weiß nicht, ob das einen Einfluss auf den Kampf hat, der Nebel. Los geht's. Feenbrise. Der Diebeskuss. Okay, eine starke Version davon sollte es doch eigentlich hinrichten. Was die Evoli-Versionen angeht, ich versuche, dass ich wirklich halt jedes einmal habe. Aber bevorzugt würde ich als nächstes halt wirklich gerne Nachtara haben. Wenn ich so ganz ehrlich bin. So, was kommt als nächstes? Ein Kaumalat. Nee, nie im Leben habe ich dich bisher bekämpft. Oh, es setzt eine Krafttechnik ein. Filinara ist tot. Und das ausgerechnet, das ist das Pokémon, was es hätte sofort hinrichten können. Ich nehme Astaravia, weil das immun gegen die Bodenattacken ist. Dann kann ich eben kurz Filinara wiederbeleben. Weil ich will schon, dass alle Erfahrung kriegen. So, dann wechseln wir jetzt zu Filinara zurück. Obwohl, nee, noch nicht. Ein Supertrank sollte reichen. Ich habe offscreen noch ein paar von den Hypertränken gemacht. Da habe ich einfach alle Vitalknospen reingeschmissen, die ich gesammelt habe. So, Filinara. Einmal Feenbrise und es ist weg. Diese scheiß Dampfwalze. Wenn ich einmal den schnellen Ruckzuck mache, kann ich zweimal angreifen. Das ist immer nice mit diesen Tempotechniken. Damit kann man sich richtig hier organisieren, dass man nochmal extra Schaden macht. Ich verstehe übrigens nicht, warum Feentypus dem Drachen so überlegen ist. Ich habe die Logik dahinter noch nie verstanden. Weil in der Regel würde ein Drachen eine Fee einfach in einen Haps runterschlingen. Oh, Staravia hat wieder eine Attacke gemeistert. Danke. Eine Steinplatte? Ach, das, was da aus der Wand fehlt, ne? Nee. Wieder hier so Team Rocket, irgendwas in der Art? neunundneunzig Jahre. Das ist ein stolzes Alter. Respekt. Da ist wertvolles Wissen drauf. Was soll denn das jetzt eigentlich mit diesem extrem starken Nebel? Also ich kann mir gut vorstellen, dass jetzt spezielle Pokémon irgendwo hier sind. Während des Nebels. Einfach mal gucken. In Wassernähe höchstwahrscheinlich. Nee, nicht ein einziges. Hier ist auf jeden Fall ein Rundblatt. Und die Musik gerade finde ich cool. Hier sind ein paar Venobliebisse.
Welche Taste war nochmal springen? Die war's. Oh! Hier sind. Ach, da steht auch noch, wie viele von diesen Geisterdingern in der Nähe sind. Ist ja auch cool. Muss ich nicht mal so gucken, ach, wie viele sind denn jetzt hier noch? Sondern das Teil sagt mir, wie viele in der Ebene hocken. Ich werde, wie gesagt, in der ersten Ebene nochmal rumgeistern, da alles aussammeln. Und eventuell auch da alle von diesen Krippogeistern sammeln. Oh, hallo, Tangela. Meine Tasche ist voll. Ich will mal kurz gucken, wie viel kann ich gerade? Oh, richtig viel. Aber eventuell muss ich ein paar von den Talismanen zurücklassen nochmal. Das jetzige Upgrade, das würde mich übrigens 7000 kosten. Ich habe vor der Folge nochmal abgegradet. Meine Tasche ist voll toll. Kann nichts mitnehmen. Wegwerfen. Und den setze ich mal eben kurz ein. Dann kann ich wenigstens wieder was mitnehmen. Ich guck mal gerade, was man noch so wegwerfen könnte zur Not. Eigentlich nix. Ah, das liegt hier aber zum Glück. Im Übrigen auch eine Sache, die ich nice finde. Hier mit der Karte. Normalerweise ist es bei RPGs oder sonstiges in der Art so, dass die Karte ja immer komplett vernebelt ist und man alles erst aufdecken muss. Hier ist es halt wirklich genau andersrum. Du musst das ich jetzt hier nicht großartig suchen, sondern hast die Karte direkt aufgedeckt. Und Sachen markieren tust du dir halt selber. So, ich will zur Sumpflandbasis, ich will mich nochmal zurück. Ich will in dieser Folge noch gucken, was es an neuem Sortiment gibt, wenn ich wieder zurückgehe. Ich werde diese Ebene nicht erkunden, offscreen, keine Sorge. Ich meine jetzt offscreen nur in der alten Ebene wieder was. Ja, ich merke jetzt schon, dass das so ein bisschen schleppend jetzt wird. Aber ich denke mal, wenn ich in der ersten Ebene jetzt alles machen würde, dann wäre ich trotzdem auf Mitgliedrang 5. So, dreimal den Reister sollte ich die holen. Beziehungsweise diesen Weizen. Mit Tau Hua. Wer ist Tau Hua? Genan, Iria, Sava, Charon. Bist du da hinten, Tau Hua? Ich habe euren Namen nicht alle im Kopf. Taras, wo ist denn Tau Hua? Warte, wir machen das einfacher. Karte. Ich habe den Reis nämlich. Wo ist Tau Hua? Ach, drin. Warte mal. Bevor wir da reingehen, dann kann ich nämlich direkt die Tasche einmal aufwerten. Kann ich das sogar in dieser Folge noch machen. So, das gebe ich einmal ab. Und die Zitrobeeren kannst du ruhig auch haben, weil die brauche ich erstmal eigentlich nicht. Ich brauche die Beeren eigentlich an sich generell nicht. Weil alles, was ich mit den Beeren machen könnte, kann ich easy mit den Tränken erledigen. So, weite meine Tasche nochmal um einen, bitte. Dann kann ich einen Platz mehr haben. Boah, irgendwann juckt es einfach nicht mehr, wenn ich alle Talismänner dabei habe. Ich sehe es schon kommen. So, wo ist die? Unten. Wo komme ich denn nach unten? Ach, hier. Ich wusste gar nicht, dass es einen unten gibt. So, ich hätte gerne mehr Waren. Ja, hier bitte, nimm dir.
Neue Waren. So, ich wüsste jetzt gerne, wie diese neuen Waren aussehen. So, neue Waren bitte. Okay. Dann zeig mal aber, was dann die neuen Waren sind. Ah, ich kann jetzt diese ganzen Köder bei ihm kaufen. Supertränke gehen jetzt auch. Und sogar Rauchkugeln. Okay. Ich müsste mal generell durch die Nebenquesten gucken. Ist da noch irgendwas, das irgendwie mir hier neue Möglichkeiten anbietet? Das macht halt die Schneiderei mehr und ja, das mit dem Boden-Pokémon mache ich ja generell offscreen. Das erledigt sich von alleine demnächst. Ja, Leute, dann würde ich sagen, beenden wir das hier. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zusehen. Wenn ja, Abo und ein Like da lassen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!